Geil. Ja, also Mindorgasmus, absolut, ja. Also wie gesagt, auch für mich, ich muss sagen, was die hier abliefern, ist einfach, also habe ich so selten erlebt, sehr, sehr selten erlebt. Subnautica war sehr, sehr gut im Early Access, das kann man nicht anders sagen, es war wirklich sehr, sehr gut, aber wenn ich einen Vergleich ziehen müsste, würde ich ganz klar sagen, Planet Crafter in dem Fall nochmal 50% obendrauf. Nicht mal vom Umfang her, aber von der Durchdachtheit und von dem, was sie sich dabei denken und wie es halt auch weitergeht und wie du immer wieder weiter diese Karotte vor der Nase hast. Ist einfach nur wirklich, wirklich gut. Also, wie gesagt, selten so erlebt. So, 350 und 15 pro Sekunde Insekten. Hier sind wir bei 20 pro Sekunde Insekten, haben aber dafür nicht so viel Pflanzen und auch viel mehr Energieverbrauch. Okay, wir werden uns weiter auf den Bienenstock konzentrieren. Das heißt, wir brauchen Mutagene, wir brauchen Algen, wir brauchen Wasser, wir brauchen alles. Wir brauchen einfach alles. Was darf es denn sein? Ja, genau. Ich glaube, wir müssen auch noch mal einen Algenproduzenten anlegen. Hier zum Beispiel kommen kaum noch Algen raus. Ich habe die starke Vermutung, dass es daran liegt, dass hier kein Sonnenlicht mehr hinkommt. Algen brauchen ja bekanntlich Sonnenlicht. Das heißt, ich denke, dass wir hier nochmal umpflanzen müssen. Weil wir haben jetzt ganz wenig Algen nur rausgeholt aus unserer Plantage, wo eigentlich sonst fast der ganze Schrank voll war. So, also, ich hätte gern erstmal noch ein oder zwei Bienenstöcke. Ja, ich glaube, ich nehme noch ein paar Bienenstöcke. Und vielleicht noch einen Baumsamenstreuer. Da fällt mir ein, die Baumrinde können wir noch mal leer machen. Zack. Einen wunderschönen guten Abend, Avesta. Schön, dass du dabei bist. Keine Auberginen mehr. Uiuiuiui. Okay.
Das ist kein Wunder, dass ich... Okay, gut. Aber zumindest haben wir ein bisschen Dünger jetzt schon mal eingesammelt. Das ist schon mal gut. Dann kann die Aubergine, die einzelne, hier noch mit rein. Wie geht's, Avessa? Wie steht's? Alles senkrecht in der Hose, sagt man ja manchmal so. Oder auch nicht senkrecht, je nachdem. Alles im Lot auf dem Boot. Ja, sehr gut. Den kannte ich noch nicht. Sehr geil. Das ist ein T1-Generator. Auch ein T1-Generator. Habe ich überhaupt T2-Generatoren für Algen schon gebastelt? Das wäre ja sträflich, wenn nicht. Auch ein T1. Uiuiuiuiuiui. Na, jetzt geht's ja los. So, na komm, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir nehmen jetzt einfach alle T1-Generatoren, bauen die ab und setzen uns T2-Generatoren hin. Ich würde fast wetten, dass ich jetzt gerade noch ein paar Ressourcen fallen lassen habe. Alles im Lot auf dem Boot. Ja, geil. Oh, schön. Also, ich muss gerade schmunzeln, ja. Sehr cool. Gefällt mir. Na, sag mal, du sollst doch eigentlich nur hier drauf schweben, du Knallposten. Ja, aber da kann man halt mal erkennen, wie manchmal so die, sagen wir mal, regionalen Unterschiede sind. Ich meine, ich bin quasi Berliner, in Potsdam geboren und in Berlin mehr oder weniger aufgewachsen. Und bei mir, kannst du wissen, sind die Leute dann eben halt nicht so... ne? Ich bin 36. Also noch gar nicht so alt. So. Was brauchen wir noch für einen zweiten Generator? Wir brauchen eigentlich nochmal Kunststoffklumpen und eine Superlegierung. Kunststoffklumpen kriegen wir, glaube ich, noch hin. Pilzsilizium. Yo. Mit 36 mag ich mich noch als jung bezeichnen, durchaus, ja. Und stehe da auch komplett zu. Also es gibt ältere Leute, sagen wir es so. So, dann können wir jetzt noch einen zweiten T2-Algengenerator bauen und ich erhoffe mir davon halt einfach eine höhere Ausbeute. Ja, hier mitten also es ist ja dunkel, ja, also mit 50, ne, hast du auch schon ein bisschen was erlebt. Ach so, mir fehlt noch eine Superlegierung. Aber ich pflege eigentlich immer zu sagen, dass das Alter nicht wirklich von Interesse ist. Wichtiger ist, was derjenige aus seiner Erfahrung macht und wie reif er im Kopf ist.
Also ich habe schon 16-Jährige kennengelernt, die waren reifer als ein 40-Jähriger. Und auch umgekehrt. Ne? Also ich habe auch schon 40-Jährige kennengelernt, die haben noch bei Mutti gewohnt und haben in ihrem Leben noch nichts gebacken bekommen, so richtig. Und von daher ist halt immer so die Sache. Also das Alter ist immer ja, einfach nur ein Indikator. Aber meistens auch nicht viel mehr. So, dann machen wir jetzt noch ein paar mehr Bienenlarven. Das heißt, dafür brauchen wir die ungewöhnlichen. Siehste, war kein Cheating. Das war einfach nur ganz klar, das gab es wirklich. Also den hast du ja jetzt auch gesehen. Also den Kartenmarker gab es. Und da konnte ich mich aus dem ersten Durchlauf auch tatsächlich noch dran erinnern, dass es diese Höhle mit der Superlegierung dort gab. Und ja. Lalöchen, mal eine ganz kurze, doofe Frage. Nur mal so, interessenhalber. Ohne, dass ich jetzt hinlaufe. Wenn ich durch die Iridiumhöhle durchgehe, dann an der Schwefelmine vorbei, links in die Osmiumhöhle, durch den Eis, ich vermute mal, das ist Zeolit oder was, diese große Höhle mit diesen weißen Kristallen ist. Wenn ich da geradeaus durchgehe, komme ich ja oben auf das Plateau und wenn ich mich dann links halte, kommt der direkten Knick links in eine Höhle rein, wo Osmium und Quarzkristalle sind. Oder Pulsarquarz. Frage. Wenn ich in diese Höhle einen T2 Extraktor ganz hinten reinsetze, da wo auch wo der Pulsarquarz drin liegt, baut der Pulsarquarz ab? Also geht das überhaupt, den Pulsarquarz abzubauen? Weil das wäre eigentlich, geht nicht, ne? Ja, dachte ich mir fast, weil es gibt ja noch einen Bauplan für einen Pulsarquarz. Na gut. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, entweder scheiße viel Glück zu haben und einen Pulsarquarz-Meteoriten direkt neben der Basis. Die Frage ist, wenn kein Extraktor reinpasst, okay, andere Sache. Aber Pulsarquarze generell kann man auch nicht abbauen, oder? Oder doch? Also, was ich ja gerade total geil fand, war, dass mir ein Pulsarquarz-Asteroid genau vor der Basis gelandet. Apropos, da wollte ich ja noch mal gucken, ob da noch welche rumflattern hier in der Ecke. Vielleicht liegen ja hier noch Pulsarquarze rum. Wahrscheinlich sind die jetzt schon despawned. Aber gut. Nee, aber hier liegt nichts mehr. Schade. Also, ich kann Pulsarquarze abbauen. Aha. Ich kann sie bauen. Genau, ich kann sie bauen. Nicht abbauen, sondern ich kann sie bauen. Ja. Wenn ich den Forschungseintrag freigeschaltet habe, hier, da ganz hinten irgendwo, da ist er. Bei 175 GTI.
Also, ja. Ne? Das dauert noch ein Momentchen. Oh, dieser scheiß Dünger. Ich muss mehr Nahrungszüchter bauen. Und warum kommt jetzt hier eine Seidenraupe raus? Wollt ihr mich jetzt gerade verkackeiern? Ich wollte keine Seidenraupe, ich wollte eine Biene. Genau das Problem hatte ich beim letzten Mal. Da habe ich eine Biene erforschen wollen und habe die ganze Zeit nur Seidenraupen rausgekriegt. Ja. Ja, 7 Generatoren, das sind 35 Pulsarquarz. Das, ja, würde ich auch mal so sagen, dass man das nicht so ohne weiteres finden wird. Gut, ja, scheiß drauf. Dann also doch keinen Bienenstock. Das ist ja nervig. Das ist ja nervig. Gut, dann schwenke ich jetzt ein bisschen um. 12? Das kann aber nicht sein. Also, unabhängig von dem Asteroiden, der jetzt runtergekommen ist, habe ich ja hier schon 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe schon 5 Fusionsgeneratoren. Das heißt, ich habe schon mindestens 25 Pulsarquarz gefunden. Aus dem Asteroiden kamen jetzt wie viel raus? 9. Das heißt, minus 1, den ich dann noch eingesammelt habe, sind es 14. Ja, genau. Also entweder durch die Asteroiden oder durch Finden. Aber vielleicht hast du einfach noch nicht alle Pulsarquarze gefunden. Also in der einen Höhle alleine liegen ja schon quasi 7 oder 8 oder 9 Pulsarquarze da oben in der einen Höhle drin. Und dann, wenn du hinten durch die Iridiumhöhle durchgehst und oben da wo ich vorhin den einen Quarz eingesammelt habe, da findest du auch nochmal 5 oder 6 oder 7 Stück. Da bist du in jedem Fall schon weit über den 12, die du jetzt gerade sagst. Und ich glaube, ich habe ein oder zwei auch in einer Truhe gefunden. Will ich jetzt aber nicht mich drauf festnageln lassen, ehrlich gesagt. Bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ja. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt mehr Nahrungszüchter bauen, weil mir geht es auf den Sack, dass ich keine Auberginen-Nachschub habe, und Auberginen brauchen wir ja für Dünger. Den Dünger, naja, den brauchen wir momentan für irgendwie alles. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt hier nochmal Legierung mit. Wasser haben wir noch ein bisschen. Jo, dann schlaf gut. Danke, dass du eingeschalten hast. Per Discord sind wir ja verbunden. Lasst uns in Kontakt bleiben. Ich freue mich drauf. Und genau. Dann gutes Nächtle.
So, nochmal ein paar Nahrungszüchter. Weil es so schön war. So, und da kommen jetzt in jedem Fall nochmal mindestens zwei Auberginen zusätzlich rein. Eins, zwei. Und jetzt ist die Frage... Ich glaube, wir sollten auch mal langsam wieder auf Bohnen gehen. Das heißt, hier kommt nochmal ein Böhnchen rein. Aubergine und noch eine Aubergine. Zack. So. So, schauen wir mal, ob wir jetzt eine Bienenlarve rausgeholt haben oder nicht. Nö, das sieht mir eher nach... Ach ne, haha, man sollte die Forschung natürlich auch anstoßen. Das würde natürlich viel Sinn machen. Ja, danke. Heute mal Desperados mit Limette und Kaktus. Also wahrscheinlich Kaktusfeige. Sehr lecker. Apropos, dann kann ich ja gleich mal nochmal für Nachschub sorgen. Ah du, ich habe heute schon San Miguel getrunken. Das ist quasi spanisches Bier. Ist auch sehr lecker, etwas milder. Habe ich damals auf Mallorca das erste Mal getrunken. Da gab es es nur in Dosen. Und also von daher, Standardbier ist nicht schlecht. Aber irgendwie hatte ich heute, als ich den Desperados gesehen habe, mal wieder Bock, irgendwie so mal ein bisschen was Ausgefalleneres zu trinken. Und ja, deswegen gibt es heute mal halt noch so ein, zwei Fläschchen Desperados. Also reich möchte ich mich jetzt nicht nennen. Reich möchte ich mich ja wirklich nicht nennen. Ja. Schön wär's. Also da fehlt noch so ein, zwei Nullen. Aber die kommen noch. Irgendwann. Mal. Eventuell. Vielleicht. Mal schauen, wie sich die Zukunft entwickelt. Aber ich bin halt Single. Ich kann mir sowas auch leisten. Hab halt keine teure Frau, mit der ich jetzt irgendwie in den Urlaub fahren muss oder der ich irgendwie teure Geschenke machen muss. Gott sei Dank ist alles nicht notwendig. Und dann bin ich auch echt froh mittlerweile drüber wieder. Also ich habe ja vorhin um drei... Oh ja, ich habe endlich wieder Bienen. Schön. Gut, dann nehmen wir die Bienen auch und dann bauen wir jetzt noch einen Bienenstock. Bio-Kunststoffklumpen. Dafür brauchten wir Silizium, zweimal Pilz und Wasser. Silizium und Wasser. Und Pilze. Zack. Genau. Superlegierung haben wir. Das passt. Naja, die reichen Leute. Ja, wie gesagt, also reich würde ich mich jetzt wirklich nicht nennen. Da gibt es sicherlich andere Leute, die wesentlich mehr auf dem Konto haben.
Gut, das sieht ja erstmal soweit ganz schön aus. Was ich mich ein bisschen frage, ist Folgendes. Das hier bringt ja 20 Insekten pro Sekunde. Und jetzt habe ich hier zwei von diesen Dingern drin. Das heißt, wir sind bei 460% mehr. Bringt also die in Schmetterlingskuppel anstatt 20, 40, 60, 80, 80 bis 100, 100 Insekten pro Sekunde mit diesen beiden Schmetterlingslarven drin. Das wäre ja dann geil. Ist aber die Frage, ob das wirklich so ist. Aber Insekten geht gerade tierisch nach oben, so richtig steil. Pflanzen genauso, weil eben halt die Bienenstöcke zusätzlich mit Pflanzen auch machen, was geil ist. Lustig, ich habe noch nicht mal eine Kommunikationsantenne gebaut, fällt mir gerade ein. Kann ich die überhaupt noch bauen? Kann ich die überhaupt bauen? Leuchtfeuer, ach ja, hier, Kommunikationsantenne. Aha, ich habe noch nicht mal eine Kommunikationsantenne gebaut. Ich glaube, das müsste ich mal machen, dann kann ich nämlich auch noch... Der Chat funktioniert. Jetzt bin ich irritiert. Ach so, Kommunikationsantenne. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ja, nee, alles gut. Ich war jetzt bloß gerade so ein bisschen so. Manchmal bin ich etwas lahm. Lucky kann das bestätigen. Manchmal denke ich zu kompliziert und manchmal denke ich gar nicht. Aber ja, nein, du hast recht. Aber ich weiß, dass damals wurde ich dann halt voll zugespammt mit irgendwelchen Nachrichten von irgendeinem aus, das bisschen, genau. Ich hab dich auch gern, Ducky, ich hab dich auch gern. Wurde ich dann zugespammt mit Nachrichten und aus dem Weltall und die bösen Konzernbosse und nur so ein Gedöns, wo ich mich dann halt auch gefragt habe, so naja, okay, gut, und was bringt mich das jetzt im Spiel weiter? Also Story-relevant war es jetzt nicht so irgendwie, weil es gab halt einfach nicht so richtig eine Story zu dem Zeitpunkt und gibt es, glaube ich, immer noch nicht so wirklich. Und von daher habe ich die Kommunikationsantenne bisher eher so als Schmutz bezeichnet. Oder tue es auch immer noch, ehrlich gesagt. So, also die T2-Eigengeneratoren sind in jedem Fall ihr Geld wert. Die bringen schneller und scheinbar auch mehr Algen. Ja.